Auch der Pass. 40, 30. Direkt neben der Seitenauslinie springt der Ball auf. Das war natürlich ein toller Angriffsball mit der Vorhand. Dann die Vollendung mit der Rückhand. Einstand nach 40 zu 0 für Casal. Da hatte Sergio Casal Glück. Wie schon gestern ist er bei Netzbällen der Glücklichere. Boris Becker hat noch nicht zu seinem Spiel gefunden, aber dennoch beeindruckend Casal, der ja gestern die gleiche Leistung zu vollbringen hatte, wie Erik Jehlen, auch 70 Spiele hinter sich bringen musste, im Einzel und im Doppel, und fast 5 Stunden auf dem Platz stand. Becker hatte es da etwas leichter. Er musste ja nur an der Seite von Erik Jehlen das Doppel bestreiten. Das die 2:1 Führung für die deutsche Davis Cup Mannschaft brachte. Unter den Zuschauern, wie an allen 3 Tagen, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Juan Antonio Samaranch, und neben ihm der Präsident des Internationalen Tennisverbandes, Chartrier. So, nun müsste es Becker zum ersten Mal in diesem Satz gelingen, seinen Aufschlag durchzubringen. Denn sonst geht der Spanier, sonst gewinnt der Spanier den ersten Satz. Casal sollte mal auf der Spielbank sein Glück versuchen.
nicht verzweifeln, Boris. Auch das Glück kann sich wenden. 15:40. Zwei Satzbälle für Casal. Ein Aufstöhnen. Dabei war der Ball doch relativ deutlich neben der Seitenauslinie. Satzball Nummer 3 für Casal. Jetzt wird es schwer für Becker mit seinem zweiten Aufschlag. Der war aus. Becker etwas wütend. Denn er könnte irritiert gewesen sein durch das Aufstöhnen der Zuschauer. Sei drum. Der erste Satz mit 6:2 an Sergio Casal. Der nun den zweiten mit seinem Aufschlag eröffnet. Im Davis Cup ist alles möglich, sagte Nicky Pilic. Thank you.
Erste, Doppelfehler von Casal, Breakball für Becker. Sergio Casal verliert das erste Aufschlagspiel im zweiten Satz. Ein verheißungsvoller Beginn für Boris Becker. Ich mache Sie jetzt schon darauf aufmerksam, dass wir uns in etwa anderthalb Minuten hier aus Barcelona verabschieden. Die dritten Programme werden übernehmen. Sie werden also keinen Ballwechsel hier von der Davis Cup Begegnung zwischen Deutschland und Spanien versäumen, die spannender verläuft, als uns lieb sein kann. Das ZDF beschließt dann dieses große Sportwochenende von 22.40 Uhr an, können Sie dann das Schaulaufen der Meister von der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Cincinnati sehen. Wie gesagt, in etwa einer Minute dann geht es weiter in den dritten Programm. Dort wird sich mein Kollege Volker Kotzkamp melden. Und hoffentlich kann er Ihnen dann schildern, wie Boris Becker zum ersten Mal seinen Aufschlag durchbringt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir setzen die Übertragung von der Davis-Pokal-Begegnung Spanien gegen Deutschland in Barcelona fort. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen bisher Gast bei den Kollegen des ZDF waren und den ersten Satz in diesem abschließenden Einzel zwischen Boris Becker im Vordergrund und Sergio Casal, den Sie hier sehen, den 24-jährigen Spanier, mitverfolgt haben. Wenn nicht, sage ich Ihnen noch einmal, dass Becker den ersten Satz mit 2-6 verloren hat. Im zweiten führt er mit 1-0, nachdem es ihm gelungen ist, gleich zum Auftakt des zweiten Satzes Casal den Aufschlag abzunehmen. Aktueller Zwischenstand 15 beide. Im ersten Satz, das für all diejenigen, die sich jetzt der Tennisübertragung anschließen, sei noch einmal erwähnt, dass Becker kein einziges Mal seinen Aufschlag gewonnen hat. Oh.
3:0 Führung für Boris Becker im zweiten Satz. Und der erste Aufschlaggewinn für den zweifachen Wimbledon-Sieger, der, wie gesagt, im ersten Satz viele, viele Probleme mit seinem Aufschlag hatte und dem vor allen Dingen die Sicherheit in seinem Spiel fehlte. Der sechste Punkt in Folge für Becker. Der zweite Aufschlagverlust hintereinander für Sergio Casal. Ich gehe davon aus, meine Damen und Herren, dass sich jetzt auch die Zuschauer der dritten Programme des Bayerischen und des Westdeutschen Rundfunks unserer Übertragung aus Barcelona angeschlossen haben. Und das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal kurz zusammenzufassen, was sich bislang in diesem letzten Einzel beim Spielstand von 2-2 in der Davis-Pokalbegegnung zwischen Spanien und Deutschland getan hat. Zunächst verlor Erik Jehlen heute Vormittag in 3 Sätzen gegen Emilio Sanchez. Er war einfach müde nach der starken Belastung aus Einzel und Doppel. Und dann gewann Sergio Casal gegen einen unter seinen Möglichkeiten bleibenden Boris Becker den ersten Satz mit 6:2 nach nur 42 Minuten, wobei Becker kein einziges Mal seinen Aufschlag gewann. Casal spielte stark, profitierte allerdings vorrangig von den Fehlern von Becker, machte kaum eigene Punkte. Die Fehlerquote bei Becker, vor allen Dingen auf der Rückhandseite, war enorm hoch. Ian Tiriak hier, der Manager von Becker, groß im Bild. Aber die Tendenz bei Boris Becker zeigt ganz eindeutig nach oben in der Anfangsphase dieses zweiten Satzes, in dem der Leimener ganz eindeutig dominierte und jetzt nach wenigen Minuten mit 3:0 bei eigenem Aufschlag in Führung liegt und, was eklatant wurde, die Fehlerquote bei Casal, dem im ersten Satz kaum Fehler unterliefen, wird immer größer. 3:0 Aufschlag Becker.
Ja, da hat Sergio Casal schön gewartet, bis Boris Becker sich für eine Ecke entschieden hat, sich entscheiden musste und den Ball dann ganz weich über das Netz gespielt. Außerhalb. Einer der stärksten Bälle von Boris Becker, den er immer wieder mit der Folge einsetzt, wenn er mit der Vorhand den Ball auf dem höchsten Punkt nimmt und ihn dann diagonal ins Halbfeld des Gegners spielt. Das ist offensichtlich an die Seite gerissen beim Schläger von Boris Becker, der nach wie vor große Probleme mit seinem Aufschlag hat. Der erste Aufschlag kommt zu selten. Und auch wenn er kommt, bringt er damit Sergio Casal kaum in Bedrängnis. Das gilt nicht nur für diese Begegnung. Das war auch schon im Training zu beobachten und beim Eröffnungseinzel gegen Emilio Sanchez, das Becker ja in 5 Sätzen gewann. Führung für Becker im zweiten Satz, nachdem er den ersten mit 2-6 verloren hat und die Leistungskurve des 19-jährigen Weltranglistenzeiten zeigt weiter nach oben.
Casal muss viel laufen. Becker verfügt halt über erheblich mehr Möglichkeiten, über größere spielerische Mittel und vor allen Dingen über gewinnbringende Schläge. Und die fehlen Sergio Casal, der sehr elegant spielt, aber der keinen ausgesprochenen Gewinnschlag hat. Gesehen von Becker, wie Casal sehr, sehr dicht ans Netz vorgerückt war. Thank you.